zum heutigen Video. Heute geht es um den guten alten Eyeliner, ohne den ich fast keinen Tag überstehe. Es gab schon viele Anfragen für Tutorials etc. pp. Und ich dachte mir, ich stelle euch einfach mal drei Eyeliner-Arten quasi vor und packe dazu für zwei davon, nämlich die ich selber mache, ja, noch so eine Art Mini-Tutorial hier mit rein, also quasi Einblendung, wo ich euch zeige, wie ich persönlich mir den Eyeliner auftrage. Ich würde dabei gleich mal mit dem anfangen, den ich heute auch drauf habe. Und das wäre nämlich ein solcher Dip-Eyeliner. Das sind meistens solche Behältnisse, wo im Endeffekt der flüssige Eyeliner drin ist. Und dann eben hier dieser Pinsel. Es gibt hier verschiedene Arten von Pinseln. Ich habe noch welche irgendwo rumfliegen in verschiedenen Farben. Das sind nämlich dann so ganz, ich halte es mal ganz nah an die Kamera ran. Das hier ist einer, der so ein bisschen, na, Stelle scharf, ja. Der so ein bisschen, ich sage jetzt mal, spitz zuläuft. Es gibt aber auch noch welche, na toll. Es gibt aber auch noch welche, die so wirklich ganz, nur ein paar, ich würde jetzt mal sagen, Härchen sind, die so ganz gerade nach vorne stehen. Die bewegen sich mir zu viel, die sind sehr biegsam. Das packe ich nicht. Ich brauche sowas hier, das ist relativ, ja, nicht sehr beweglich. Und ich kann damit einfach wunderbar malen. Also das ist so für mich das, wo ich am schnellsten und eigentlich am präzisesten arbeiten kann. Und dazu blende ich euch hier gerne jetzt einmal dieses Tutorial ein. Ich fange persönlich meistens ganz hinten an mit dem sogenannten Wing und mache den einfach erstmal, damit ich weiß, auch fürs zweite Auge, wie habe ich den gemacht, welchen Winkel ungefähr. Ich kann auch so ein bisschen variieren. Will ich ihn eher gerade nach hinten? Will ich ihn eher etwas nach oben? Möchte ich den sehr dramatisch, dünn, dick? Ich kann da wunderbar variieren und wenn ich mich dazu entschieden habe, wie der Wing am Ende aussehen soll, dann gehe ich erstmal von außen quasi nach innen. Ich orientiere mich da meistens eher so an der Mitte des Augenlids. Bis dahin ziehe ich dann erstmal durch, fülle das schön aus, gucke, dass es einigermaßen passt. Und dann zeichne ich von vorne, vom Inneren des Auges nach, ja, in die Mitte, also bis zum Punkt, wo ich bis dahin hingemalt habe und verbinde das quasi. Da kann ich ebenfalls variieren. Und wenn ich den schräg halte, so wie ihr es vielleicht hoffentlich ganz gut sehen könnt in diesem Video, mache ich das sehr flach. Also ich gehe nicht gerade da auf die Haut drauf mit der Spitze, sondern ich ziehe ihn flach übers Auge drüber, weil ich das persönlich finde, dass man dabei wunderbar eine dünne, gerade Linie hinbekommen kann. Und ich gehe da auch immer ganz nah an meine Wimpern, damit ich auch keinen Zwischenraum habe irgendwie zwischen der Linie und meinen Wimpern oder irgendwie sowas. Finde ich immer ganz schlimm. Es gibt Leute, die zeichnen sich Punkte über die Augen und verbinden die. Es gibt Leute, die ziehen von vorne bis nach hinten einfach komplett durch. Jeder macht es ein bisschen anders. Ich persönlich fange, wie gesagt, hinten an und dann ganz vorne und treffe mich quasi in der Mitte. Das ist für mich das, was sich herausgestellt hat, das am einfachsten irgendwie funktioniert. Als nächstes ein sehr ähnliches Produkt, das ich persönlich gar nicht ab kann. Und zwar sind es solche Liner hier. Da ist die Farbe quasi schon drin. Das ist wie ein Stift. Man sollte die immer so lagern, dass quasi der Pinsel nach unten zeigt. Das ist auch ungefähr von der Form her, vom Applikator, fast ein ähnliches Prinzip wie mit dem, was ich gerade gezeigt habe. Nur, dass der, den ich eigentlich benutze, eben kürzer ist und in Farbe eingetunkt ist und nicht die Farbe in sich drin hat. Und da kommen wir zu meinem persönlichen Main Problem. Ich möchte einen schönen, schwarzen, tiefschwarzen Eyeliner. Und als ich mir die hier gekauft habe, das war für mich eine Notlösung. Der einzige Unterschied ist übrigens, dass der hier wasserfest ist und der nicht. To be honest, beide sind irgendwie kacke. Also, Und ich deswegen die hier gekauft habe, weil sie auch beide, glaube ich, vegan waren. Und ich weiß nicht, so auf der Hand sieht der voll schön schwarz aus. Aber sobald ich damit an mein Auge gehe und da irgendwie versuche, präzise zu malen, wird das nichts mehr. Also ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, man sieht es jetzt aber, glaube ich, auch schon so ein bisschen. Wenn ich jetzt anfange, mit der Spitze da zu malen, dann kommt schon wieder fast nur grau, außer ich drücke total fest auf. Aber ich meine, ich kann da meinem Auge nicht total fest aufdrücken. Super, jetzt habe ich lauter schwarze Striche an der Hand. Weil ich einfach präzise, detailliert, dünn, also ich möchte da nicht so drauf klatschen, sondern das, da brauche ich, ich verkünstle mich da einfach so ein bisschen. Ich mache das einfach immer, ich fange immer klein an und baue es dann auf. Vor allem auch, wenn ich zu viel auf einmal mache auf einer Seite, dann versuche ich die andere anzugleichen und die wird ein bisschen mehr, muss ich hier wieder angleichen. Auf Ende habe ich Amy Winehouse.
Wings im Gesicht. Und das will ich nicht und ich mag die nicht. Also am Handrücken sehen sie echt schön schwarz aus, aber nur, weil ich da schön dick auftragen oder fest aufdrücken kann. Und es geht am Auge nicht. Also die hier sind für mich No-Go am Auge, aber das muss jeder selber wissen. Es ist eine Geschmackssache, aber ich zeige euch hier kein Tutorial, weil ich bekomme damit nichts hin. Okay? Nada, gar nicht. Ich habe die nur... Ich weiß nicht mal, warum ich sie noch habe. Wahrscheinlich, weil ich es immer schlimm finde, Sachen wegzuschmeißen. Aber wenn etwas für mich nicht funktioniert, was soll ich damit tun? Aber ja, ich warte, bis sie einfach so alt sind, dass ich sie wegschmeißen muss, weil ich sonst irgendwelche ansteckenden Krankheiten davon bekomme. Und zu guter Letzt, das, womit ich ebenfalls ein kleines Tutorial hier einblenden werde, das ist ein bisschen aufwendiger. Deswegen mache ich das nicht, wenn ich unter Zeitdruck stehe. Dazu brauche ich nämlich einen Pinsel. Und zwar, ich halte es hier wieder schön an die Kamera, einen solchen Pinsel, ziemlich dünn, abgeschrägt, mit dem man einen Eyeliner auftragen kann. Und ein solches Produkt, das jetzt in diesem Fall ist von Manhattan. Das ist ein Gel-Eyeliner und sieht dann am Ende so aus. Es ist wie so pomadenartig. Und da blende ich euch jetzt ebenfalls gerne mal kurz ein, wie das geht. Das heißt, man nimmt im Endeffekt den Pinsel, tunkt den in dieses Eyeliner-Gel quasi und zeichnet damit den Eyeliner auf. Man braucht so ein bisschen mehr Konzentration, finde ich. Es hat aber auch so was Künstlerisches. Mit einem wirklichen Pinsel ans Auge zu gehen, finde ich immer sehr schön. Es hat einfach so was, ich bin ein Künstler und ich male mir jetzt einen Eyeliner-Strich ins Gesicht. Und das ist irgendwie schön. Man kann damit ganz tolle Looks hinbekommen. Es ist wirklich schön, damit sich den Eyeliner ins Gesicht zu zeichnen. Also ich finde das sehr meditativ. Und im Endeffekt gehe ich damit eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich vor wie mit dem anderen. Also ich gucke auch meistens, dass ich mir erstmal den Wing hinten, diesen einzelnen kleinen Strich, anzeichne. Und dann kommt der Rest mit dazu. Und eigentlich gibt es auch gar nicht wirklich mehr dazu zu sagen, außer das. Also ihr seht es ja eh. Und das ist neben dem, wie gesagt, normalen Dip-Eyeliner, den man so kennt, meine zweitliebste Version des Eyeliner-Auftragens. Es gibt auch hier noch andere Pinselarten, die ebenfalls ganz dünn sind, so wie bei den Eyelinern, die eben auch diese super, 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 super dünne Spitze haben. Mit denen bin ich aber auch nicht so der große Pro. Also ich benutze am liebsten den Pinsel, den ich auch jetzt gerade eben dafür benutze. Das ist übrigens in dem Fall der Wingliner 517 von Sueva. So, meine Lieben, ich hoffe, dieses Video, was, glaube ich, Version 4 des Eyeliner-Videos war, weil ich habe schon so oft versucht, Eyeliner-Tutorials hochzuladen und entweder bin ich dann irgendwie aus der Kamera raus mit dem Gesicht und man sah es nicht mehr oder irgendwas hat nicht funktioniert oder ach, ich weiß ja auch nicht. Aber es ist vollbracht. Das sind die drei Eyeliner-Versionen, die ich schon an mir ausprobiert habe. Zwei davon gehören zu meinem täglichen Leben. Und eine davon ist für mich komplett durchgefallen. Das war es im Endeffekt. Ich hoffe, es war für euch interessant und lehrreich. Probiert es gerne mal aus. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es irgendwelche anderen Sachen noch gibt, die ihr gerne benutzt. Ich gehe jetzt mein Pfötchen hier abwaschen, weil das sieht echt eklig aus. Und dann sehen wir uns ganz bald zum nächsten Video. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und natürlich ein Abo, wenn ihr neu hier wart. Und dann sehen wir uns ganz bald zum nächsten Video.